Welche Werte sind mir wichtig und welche Werte werden mich als Oberbürgermeister begleiten oder leiten? Ganz generell, glaube ich, kann man sagen, dass es ja zwei verschiedene Arten von Werte gibt. Das eine sind die materiellen Werte, also sowas wie Geld oder Immobilien oder Autos oder sowas. Es ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich jeden Menschen, egal welcher Herkunft oder welches Geschlecht oder welche Religion oder welche persönlichen Neigungen dieser Mensch hat, jeden Menschen zunächst mal mit Respekt begegne. Auch das ein Wert, der da im Zusammenhang damit steht, also respektiere und ihn als Individuum sehe und mich zunächst mal gerne mit ihm auseinandersetze. Vorausgesetzt natürlich, dass der Mensch auch mir gegenüber sich anständig verhält und mich nicht beschimpft oder so und sich im Rahmen von Recht und Ordnung bewegt. Aber wenn das der Fall ist, dann begegne ich jedem Menschen auf Augenhöhe, höre mir an, was er zu sagen hat. Gegebenenfalls kommt man in eine Diskussion oder so. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber alles eben immer respektvoll einander gegenüber sich verhalten. Das ist mir extrem wichtig. Wertschätzung und Respekt und Toleranz. In dem Zusammenhang, relativ nah verwandt, auch ein Wert, der mir sehr wichtig ist, ist die Empathie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig gut tut und wahnsinnig wichtig ist in der Kommunikation, dass man sein Gegenüber versucht wirklich zu verstehen und sich gegebenenfalls auch ein bisschen in ihn oder sie hineinzuversetzen. Weil nur dann kann man sich tatsächlich auf eine gleiche Gesprächsebene begeben und kann die Argumente des anderen auch gut verstehen. Also Empathie, das heißt das Mitfühlen, das sich hineinfühlen mit den anderen, finde ich enorm wichtig. Ich bin ein relativ direkter Mensch und ich bin ein sehr offener Mensch, finde ich auch wichtig. Direktheit und Offenheit. Ich bin definitiv kein Taktierer. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Und ich bin kein Opportunist, der heute so abstimmt und morgen so in der gleichen Sache, je nachdem, wer vielleicht gerade im Publikum sitzt. Also, das heißt, ich stehe tatsächlich zu meinen Überzeugungen. Was jetzt nicht heißt, dass mich gute Argumente nicht auch umstimmen könnten. Das ist natürlich immer der Fall. Aber wie gesagt, die Klarheit und die Offenheit und die Direktheit ist mir extrem wichtig. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht, ehrlich gesagt. Man muss auch mal Nein sagen können. Ansonsten eben auch, wenn man den Begriff Werte noch ein bisschen weiter fasst, für mich wichtig ist eben auch in der Kommunikation Freundlichkeit und Höflichkeit. Es gibt Leute in bestimmten Positionen, die meinen, sie müssten den anderen gegenüber nicht mehr höflich sein. Ein großer Fehler in meinen Augen. Also man kommt tatsächlich in der Kommunikation viel weiter. Und auch in dem Zusammenhang steht für mich ein Wert, wenn man so will, nämlich Humor. Also auch die Erfahrung habe ich gemacht, einen Humor durchblitzen lassen. Das tut eigentlich allen sehr gut. Die Erfahrung habe ich auch als zweiter Bürgermeister unter anderem gemacht, aber auch in den vielen Berufen, die ich schon so hinter mir habe. Und ich war auch Lehrer und so, also auch da war es ja immer wichtig, wenn man ein bisschen einen Spaß halt drauf hat. Ich bin Diplombiologe und als solcher immer an ökologischem Handeln interessiert und an dem Thema Nachhaltigkeit. Also auch das sind in meinen Augen ganz wichtige Werte eben. Ich habe seit ich denken kann, versucht, in einem ökologisch nachhaltigen Sinn zu leben. Selbst meine Eltern haben das getan, wahrscheinlich eher unbewusst. Ja. Also mir ist das sozusagen in die Wiege gelegt worden und ich habe es dann auch professionalisiert, dadurch, dass ich eben Biologie studiert habe und auch als Biologe arbeite und ständig mit ja, dem Erhalt von Natur und dem Schutz von Natur zu tun habe. Also ein ökologisches, nachhaltiges Handeln ist mir extrem wichtig. Wäre mir übrigens auch in der Stadtpolitik und als Oberbürgermeister wahnsinnig wichtig. Eins meiner wichtigsten Themen möchte ich fast. Es gibt ja sozusagen auch übergeordnete Wertesysteme und da ist für mich natürlich im Zusammenhang mit der Politik und vor allen Dingen auch mit der Kommunalpolitik das Wertesystem der Demokratie selbstverständlich das Allerwichtigste. Und jetzt auf stadtpolitischer Ebene verstehe ich unter Demokratie tatsächlich auch die Bürgerbeteiligung. Also eine ganz ursprüngliche Form der Demokratie. Es sollte jeder eigentlich, der Interesse daran hat,
an der Stadtpolitik teilnehmen. Also nicht nur unbedingt die gewählten Vertreter, das ist natürlich ganz wichtig und das ist auch gut so, aber man muss noch einen Schritt weitergehen, man muss wirklich versuchen, auch die Bevölkerung, soweit sie Interesse hat und willens ist, mit ins Boot nehmen. Also als Wertesystem, als übergeordnetes die Demokratie und auf kommunaler Ebene tatsächlich die direkte Demokratie in Form der Bürgerbeteiligung. Was mir unheimlich wichtig ist und wo hier einiges zu tun ist, das ist beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Da würde ich tatsächlich auch, weil ich da natürlich auch den fachlichen Background habe, alles dafür tun, dass da in der Stadt was weitergeht. Das zweite Projekt, das mir natürlich wichtig ist, ist, es ist ein leidiges Thema, aber wir müssen versuchen, da etwas zu machen. Das ist das Thema Verkehr in der Brugger Innenstadt. Wir haben eine Bundesstraße über den Marktplatz laufen. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Es ist schwierig, ich weiß es, aber nichts machen und den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das hier alles unser Schicksal, an dem wir nichts ändern können, das ist nicht meins. Also Ökologie in der Stadt, Nachhaltigkeit erstens, zweitens die großen Verkehrsprobleme in der Stadt lösen. Das sind jetzt zwei wichtige Themen. Es gibt noch viele andere. Was wünsche ich mir von den Wählerinnen und Wählern? Dass sie sich beteiligen an der Stadtpolitik, dass sie sich einmischen, dass sie ihre Ideen, ihre Expertise und alles einbringen. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Dafür möchte ich auch die Instrumente der Bürgerbeteiligung hier viel mehr etablieren, als es bisher passiert ist. Und die einfachste Form der Bürgerbeteiligung ist tatsächlich, Leute, geht zum Wählen.